In dieser Fortbildung zum Thema Scratch lernst du die grafische Programmiersprache Scratch kennen. Die meisten Kinder und Jugendlichen benutzen digitale Anwendungen, Spiele und andere Programme täglich. Aber die wenigsten wissen eigentlich, wie man selber eigene Programme entwickeln und programmieren kann. Wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern einmal hinter die Kulissen blicken möchtest und eigene digitale Anwendungen entwickeln willst, dann ist diese Fortbildung genau die richtige für dich. Mit Scratch können bereits Grundschüler eigene Spiele oder digitale Animationen entwickeln und programmieren. Denn Scratch eignet sich hervorragend dafür, spielerisch und kreativ Kindern und Jugendlichen die Grundlagen der Programmierung und Konzepte der Informatik zu vermitteln. Zudem wird das logische Denken geschult und ein fundiertes Verständnis geschaffen für die digitalen Anwendungen und Programme, die wir im Alltag nutzen. Wenn du noch keine Vorkenntnisse hast, dann ist das überhaupt nicht schlimm, denn ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du mit deinen Schülerinnen und Schülern eigene Anwendungen im Unterricht entwickeln kannst. Was machen wir also in dieser Fortbildung genau? Zunächst einmal schauen wir uns die Programmierumgebung in Scratch an und lernen die Benutzeroberfläche kennen. Danach wird es ganz praktisch. Wir entwickeln Schritt für Schritt mehrere eigene Anwendungen in Scratch. Zum Beispiel programmieren wir ein Fangspiel, bei dem wir eine Schale mit den Pfeiltasten der Tastatur steuern. Zusätzlich zählen wir die Punkte mit Hilfe einer Variable. Außerdem programmieren wir ein Quiz, bei dem wir mit Hilfe von bedingten Anweisungen prüfen, ob die vom Spieler eingegebene Antwort richtig oder falsch ist. Du lernst in dieser Fortbildung also nicht nur, wie du eigene Anwendungen in Scratch programmieren kannst, sondern lernst auch gleich frei verfügbare Unterlagen und Unterrichtsmaterialien kennen, die du später im Unterricht einsetzen kannst. Zudem erhältst du konkrete Tipps zur Unterrichtsplanung und wie du die Fortbildungsinhalte im Unterricht umsetzen kannst. Falls du jetzt Lust bekommen hast, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Fortbildung.